Ja, mein Name ist Martin Schüler vom Online-Magazin Gusto, Ablass für Massenkultur, und ich freue mich sehr, heute die Band Gewalt begrüßen zu dürfen. Beginnen muss ich mit dem Live-Aspekt, weil der in meinen Augen ganz besonders wichtig ist bei euch. Zum ersten Mal live gesehen habe ich euch in einem Livestream auf dem Laptop. Und trotzdem war ich komplett überfahren von dieser Ästhetik, von diesem Prozess des Konzerts. Ich finde, die gesamte Wucht von Gewalt wird erst auf der Bühne deutlich. Seht ihr das genauso, und welche Rolle nehmen in euren Augen diese Live-Shows ein im Bandgefüge? Fangen wir mit euch an. Ich finde, dass wir auf jeden Fall eine sehr, also aus meiner Sicht, schon eine starke Live-Band sind. Vielleicht versteht man auch die Band erst so richtig, wenn man uns live sieht und nicht nur auf Vinyl. Also ich finde, also eigentlich könnte man sagen, geh erstmal auf ein Konzert und hörst dir dann vielleicht zu Hause an. Wenn man Muße dazu hat zumindest. Magst du auch was? Also ich habe die Band eigentlich live erst kennengelernt und ich habe mir das dann angehört im Internet. Das fand ich dann ein bisschen komisch. So. Natürlich, die Band gibt es ja auch nur, damit wir also unterwegs sein können und spielen können. Ich glaube, der Unterschied zu jetzt vielen anderen, vor allem zeitgenössischen anderen Künstlern, die auftreten, ist, dass es bei uns nicht so ein, dass es nicht so eine Arbeit ist, Arbeit, Krankheit, Tod. Und dass es keine andere Ambition gibt, als diesen Moment einzufangen. Wir spielen ja mit so einer Drum Machine und es ist eigentlich, wird man denken, jedes Konzert ist gleich, aber ich kann wirklich sagen, ich glaube, wir haben noch nie zwei ähnliche Konzerte überhaupt gespielt, die sich ähnlich angefühlt haben. Und das ist auch ein Aspekt, also es gibt Leute, die haben uns schon jetzt 18 Mal gesehen oder so und die würden so ähnlich darüber reden, warum sie auch zum 18. Mal kommen. Und natürlich, warum der Unterschied ist, wie das dann in Videos oder auf Vinyl oder im Netz oder so erscheint, ist natürlich, dass wir natürlich auch auf so eine Art so eine griechische Tragödie abbilden mit Gewalt. Also dass es da ganz viel um Verlust, Zerbrechlichkeit, Kraft, Wut, also um und diese Dinge. Und das Interessante daran ist, warum das für, hoffe ich, für Menschen gut ist, oder das ist zumindest das Feedback, das wir kriegen, ist, dass es irgendwann überhaupt nicht mehr um die Band als solche geht, sondern dass wir einfach nur so eine Plattform irgendwann sind und das zurückspiegeln, was die Leute selbst über ihr eigenes Leben denken, fühlen, welche Emotionen da rauskommen. Und die sind immer total unterschiedlich. Also die einen empfinden das als wie so ein Punk-Konzert und für die anderen, andere schreiben mit und andere weinen. Und das beim gleichen Konzert, beim gleichen Lied. Und das ist natürlich, und andere tanzen. Also, und das ist natürlich, dieses alles zusammenzubringen, das gelingt uns auch nicht immer. Ne? Jasmin hat uns ja früher auch gemischt, bevor sie bei Gewalt eingestiegen ist. Kannst ja mal sagen, wie es ist, Gewalt zu mischen. Nun, wie ist es denn, Gewalt zu mischen? Schwierig. Ja, es ist halt einfach so ein Brett und das zu mischen ist halt einfach schwierig. Auch in der Lautstärke, es muss halt auch so eine gewisse Lautstärke haben, sonst wirkt das halt nicht. Und das dann irgendwie Sachen voneinander abzustufen, dass man einzelne Sachen raushört, ist schwierig. Ist vielleicht auch nicht so gewollt, dass man das alles pipifein raushört, aber ja, kann da eigentlich auch gar nicht mehr dazu sagen. Ist einfach schwierig. Ja. Gehe ich mal gleich in die Vollen. Ich finde, dass euer gesamtes Œuvre von so einer totalen Aggression lebt. Meine nächste Frage klingt vielleicht erstmal etwas simpel, aber in ihr steckt trotzdem viel drin in meinen Augen. Entstammt diese Urgewalt, diese Uraggression eher den Verhältnissen oder eher eurem Inneren? Ich glaube, das ist natürlich bei jedem von uns anders. Insofern kann ich da jetzt nur von mir sprechen.
Also bei mir stammt das meiste aus dem Inneren, muss ich sagen. Inzwischen, es gibt natürlich aber auch, oder das ist auch von Lied zu Lied unterschiedlich. Es gibt dann natürlich jetzt auch so ein Stück wie Deutsch oder so, was sich ein Stück weit von mir entfernt. Aber auch da, also könnte man meinen und sich an so Klischees von so Deutschsein abarbeitet, im wahrsten Sinne des Wortes abarbeitet. Aber auch da, muss ich sagen, geht es in erster Linie auch um mich. Also ich sehe alles, was ich da sage. Man könnte meinen, ja, das sind die bösen Deutschen, aber ich meine das so ähnlich wie Louis C.K. bei all seinen Figuren oder all seinen Witzen, wenn er die so erzählt, sagt er auch immer, ach so, das bin immer ich. Und all diese Niedrigkeit bin immer ich und auch all dieses Deutschtum, und zwar bis zu Ende gedacht, ist ein Stück weit, also insofern, um es kurz zu machen, ja, es ist eigentlich immer ein Innerer. Es ist immer eine innere Kraft, die da wirkt. Und jetzt, also ich gucke da auch nicht so sehr. Manchmal verbindet sich mit außen, aber im Schnitt nicht. Wie sieht es bei euch aus? Also ich finde, dass da schon noch sehr viel Verletzlichkeit drinsteht. Also man macht sich ja nackt, also vor allen Dingen Patrick auch. Und ich denke, dass eben, also so die Kraft, also deswegen spielen wir auch laut, deswegen ist es uns auch wichtig, dass es sehr laut ist, sodass es eigentlich auch vielleicht ein bisschen weh tut. Und ich finde, das könnte man vielleicht auch als aggressiv betrachten, aber andererseits irgendwie auch nicht. Also ich finde, es hat sehr viel Verletzlichkeit. Also das ist mir auch als erstes so eingefallen. Oder Wutsache, das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man das, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass das die Bands heutzutage einfach auch vergessen haben, was zu geben. Sondern die meisten Bands, habe ich das Gefühl, wollen halt so genommen werden und haben überhaupt nicht die Bereitschaft. Also wenn man sich einfach Iggy and the Stooges anguckt, dann gibt der da wirklich was rein. Jeden Abend gibt der da was rein. Und ich glaube, so ähnlich machen wir das auch. Wir geben da wirklich was rein von uns und stellen uns zur Disposition. Das ist auch nicht immer schön oder so. Oder immer so, okay, also ein A&R wird uns sagen, hey, mach das doch mal lieber so und so, dann wäre es erfolgsversprechender. Aber diese Frage, die interessiert uns halt auch wirklich in dem Sinne nicht, in dem Moment, wo wir das machen. Sondern es soll wirklich dieses Verletzte, dieses angeschossene Hund, dieses Scheitern, diesen Wahn, sich irgendwo hinzudenken, wo man nicht ist, all das spielt da eine Rolle. Und das macht, ja. Und ich finde, bei euren Konzerten erlebt das Publikum zumindest im besten Falle so eine gewisse Form von Katharsis. Trotzdem hast du mal gesagt, mir ist eigentlich recht egal, was das Publikum über uns denkt. Warum? Naja, das ist natürlich, wenn man sowas sagt, ist natürlich in erster Linie so ein Selbstschutz. Na, also es ist einfach, wenn man sich so verhandelt, wie vor allem ich es mit den Texten mache, ist es fast unmöglich, wenn man sich von irgendeiner Reaktion vom Publikum abhängig macht. Aber natürlich wollen wir geliebt werden. Ne, das ist einfach wie jeder andere Mensch auch. Ne, also das heißt jetzt nicht, dass wir es toll finden, wenn die Leute das scheiße finden oder so, sondern es ist nur erstmal, um das machen zu können, braucht man erstmal einen Freiraum. Und diese Bühne ist einfach so ein Freiraum, der jetzt nicht auf Funktionalität aufgebaut ist, sondern einfach als Freiraum wahrgenommen wird. Wie wichtig ist euch das Wohlwollen des Publikums? Dass diese Konzerte irgendetwas im Besucher auslösen? Gute Frage. Ist mir das wichtig oder nicht?
Also ja, ich finde es schon gut, wenn irgendwie Leute dann sowas erleben, was ich vielleicht auch selber erlebe, wenn ich spiele. Das ist schön, wenn man einfach mal rausbrechen darf. Ob mir das jetzt wichtig ist. Schöner Nebeneffekt. Ja. Ja, das war im Prinzip eigentlich das Gleiche, was ich auch sagen wollte. Also ich finde es beeindruckend, dass es eben immer mittlerweile immer mehr Leute gibt, die auch mitsingen. Das ist natürlich schon, also erstmal ein bisschen befremdlich. aber also irgendwie ist es auch schön. Oder es ist schön, nicht irgendwie. Das ist cool, ehrlich gesagt. Werden wir mal etwas oberflächlicher. Ich komme auf ein ästhetisches Detail zu sprechen, das wir auch heute sehen können. Und zwar deinen verkommenen Hochzeitsanzug, den du immer noch trägst, obwohl die Ehe nicht gehalten hat. Welches Detail oder was willst du uns damit sagen? Na, der Anzug ist im Prinzip, der hilft mir, also jetzt vor allem auf der Bühne, so eine andere Figur zu werden. Na, also so in dem Moment, wenn ich den anziehe, dann weiß ich, jetzt bin ich Gewalt, Teil von Gewalt. Und das ist wie beim Method Acting oder so. Okay, jetzt ab jetzt kann ich nicht mehr, also ab jetzt muss ich auch nicht mehr der nette Patrick sein oder so, der ich immer sonst sein will, sondern kann mich von dem befreien. Und natürlich steht der Anzug auch für ganz vieles, was da gesagt wird. Also für die Vergänglichkeit von Dingen, für das Marode, für das Kranke. Ja, und all das sind wichtige Aspekte. Und der macht auch was her. So, no one's doing this. So, und es macht so ein bisschen Spaß. So, also, das ist vielleicht auch wichtig. Ne? Das ist einfach, man zieht den so an und denkt so, ja. Und wenn man dann das Stück dazu spielt, also es ist ja Szene einer Ehe, dann hilft es einfach, das wieder zu fühlen. Weil ich war mit diesem Anzug in Costa Rica am Strand gestanden und habe gedacht, das ist für immer und das ist das Schönste auf der ganzen Welt. Und jetzt gucken wir an. So. Ja, was ist draus geworden? So, ne? Und das ist traurig. Aber auch natürlich macht das ja auch wieder was auf für Neues. Also nicht umsonst haben wir, ja, ich kann es ja mal zeigen, dieses buddhistische Symbol, ist jetzt auf dem Rücken, dieses buddhistische Symbol für um Gewalt rum gepackt. So. Also all das ist auch immer ein Moment der Befreiung und des Neuanfangs. Und ich glaube, ja, auch darum geht es um Gewalt. Also ganz viele sagen auch, oh, da ist so viel Hoffnung bei euch. Ne? Und das ist, ja, das ist schön. Nun hebt ihr euch nicht nur durch animalische Bühnenshows oder schnieke Anzüge ab vom Rest der Bands, sondern auch durch eure Veröffentlichungsstrategie. Ihr verwehrt euch quasi komplett dem Albumformat und veröffentlicht nur Singles. Ganz im Zeichen der Zeit. Warum wählt ihr diesen Weg? Genau, also eigentlich war die Idee so eine Mischung aus, dass ich persönlich und letztendlich auch wir eben dieses Format ganz gut finden, also rein optisch betrachtet und vom Klang eigentlich letztendlich auch. Und eben wirklich einfach die Tatsache, wer hört sich heute eigentlich noch ein komplettes Album an? Beziehungsweise hat man wirklich irgendwie Lust, an so einem Album zu arbeiten? Also ich meine, es gibt echt so ein paar Alben oder Künstler, die das wirklich schaffen, wo es einfach von 1 bis 10 oder 12 echt super ist, aber das ist ehrlich gesagt, glaube ich, ist auch schon eine Weile her, dass es so ein Album gab. Genau, also das war hauptsächlich so der Grund. Und auch ein anderer Grund ist, dass wir am Anfang eben 2 Songs hatten und wir hatten einfach Bock, das sofort aufzunehmen und das ist cool. Genau. Ja, also wir haben jetzt eine Kassette rausgebracht, wo im Prinzip alle Songs drauf sind. Und ich meine, man kann sich ja auch alle Lieder im Prinzip auf Bandcamp runterladen, da hat man sein eigenes Album. Ich meine, mach's dir selbst so. Irgendwie im Prinzip, da ist es ja. Es hat halt kein Cover. So.
Ne? Ja, also das ist natürlich auch, finde ich, so einem Zeitgeist auch geschuldet. Also die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen ist auch überhaupt nicht mehr so hoch, dass sie 45 Minuten eine Sache tun können oder sogar noch länger. Unsere eigene auch. Ne? Ich meine, wie gesagt, ich rede dann immer von, ne? Also so. Und ein anderer Aspekt ist, also dieses, also was ich gemeint habe, die Band arbeitet halt nicht. Also wir proben im Schnitt auf der Bühne. Ja, sonst mal so einmal die Woche, aber auch gerade weil Jasmin auch in Wien ist, geht das auch nicht. Also wir versuchen nicht in so einen Arbeitsprozess zu kommen. Und wenn du so ein Album aufnimmst und dann produziert das wer, dann musst du dich mit dem gut verstehen, dann bist du 2 Wochen im Studio, ne? Das kostet richtig viel Geld, ja, dann hat man Erwartungen daran, dann will man, dass da jemand drüber schreibt und das irgendwie wichtig wird und will Anerkennung dafür, all diese Sachen, alles, und zwar jetzt alles, was wir da finden, wir furchtbar. Ne? Einfach, also so, ein anderer Aspekt ist, dass die Musik total unterschiedlich ist. Weil die in der Art, wie wir die produzieren. Also unsere Kunst entsteht daraus, im Prinzip, das fängt immer an mit dem Beat. Und ich kann keine Beats programmieren, ich habe keine Ahnung. Und was macht man, wenn man keine Ahnung hat? Man wähnt sich irgendwo hin. Also man denkt, man sei Dr. Dre und macht jetzt mal so einen Beat, der so ein bisschen nach Dr. Dre klingt. Was auch immer das heißt, natürlich kann man es gar nicht. Ja, ist doch logisch, man kann es einfach nicht. Ja, weil der hat sein Leben lang mit nichts anderem verbracht, als diese Beats zu machen. Und man selber sitzt an einem 399-Gerät, ja, oder mit einer 399-App und hackt es da halt rein mit seinem mittelmäßigen Talent. Und daran scheitert man. Das ist interessant. Aber es kommt, ist ja ein Beat dann da. Und dann spielen wir da drauf. Und dann ist es Gewalt. Beim nächsten Mal stelle ich mir dann vor, oder wir, jetzt müssten wir mal so ein Portishead-Ding machen. So ganz stoisch, ganz ruhig atmend. So, diese 2 Sachen sind schon so weit auseinander, ja, dass das echt schwierig ist. Und wir haben halt Lust, das so zu tun. Und das würde in so einem Albumformat schon total schwierig. Und dann nimmt man das auch total anders auf. Einmal nehmen wir mit einer Kassette auf, 8 Spur, geil, klingt wie 1980 in einem Keller, London, geil, so einfach drauf. Und das andere Mal spielen wir alles einzeln ein und haben total cleane Signale und bla bla bla. Und das ist auch cool. Und es gibt, also so, sich wirklich frei zu machen von all diesen Dogmen, wie Musik entstehen sollte, sondern so, wie es halt gerade passt, wie es die Umstände, also wir wirklich nur in diesem Moment leben. Also beim letzten Mal bei Deutsch sind wir halt ins Studio gekommen und es gab keinen Raum, wo man aufnehmen konnte. Ja, also einfach auch dem Nicht-Geld geschuldet. Und dann war es einfach total schön, dass so, ah nee, dann spielen wir einfach in der Regie im Sitzen ein. Und so Metallica-mäßig, die haben es ja eigentlich auch so gemacht, die Verstärker standen irgendwo und die saßen so rum und haben ihr, ne, ist ja auch das Gegenteil von Rock, so, und dann haben wir es halt so gemacht. Es war jetzt nicht irre spaßig, aber es war total relaxed, weil wir haben die 2 Stücke in 4 Stunden war das alles vorbei. Ne, und dann sind wir nach Hause gegangen und waren wir heute im Studio? Ja. War immer noch hell, also es war irgendwie schön so, ne, und du machst es immer mit anderen Leuten, das heißt, du bist auch nicht mit denen verheiratet dann, ne, so, lieben wir uns jetzt, wenn man zwei Wochen zusammen ist, dann muss man sich schon in irgendeiner Form lieben, wenn man Nachmittag zusammen ist, ne, ist es dann halt irgendwann fertig und kommt raus, das geht immer, das hält man immer aus. Ich finde halt auch, wenn das dann schon so vorgegeben ist, man macht jetzt ein Album, das muss so und so lang sein und dann sitzt du da irgendwie, bis das von vorne bis hinten mal fertig wird, dann dauert das auch irgendwie ein halbes Jahr bis ein Jahr oder so, dann gehen halt voll viele Sachen verloren, die halt so aus dem Moment heraus entstehen, so eine Impulsivität, und das verliert einfach so an Wucht dann einfach.
Jeder kennt es, der ein Album schon gemacht hat. Song Nummer 9, mir fehlt noch ein Text. Ja, verdammt nochmal, wenn ich keinen Text habe, wieso soll ich denn dann irgendwas aufnehmen? Ganz bescheuert. So. Also, ja, also es ist dann einfach nur so, dann wird dann irgendwas gefüllt. Ja, und dann, ja, jetzt habe ich noch irgendwas geschrieben, whatever. So, also, ne, also bei uns sind ja die Texte auch wichtig. Und dann ist einfach so, wenn man was zu sagen hat, bringt man was raus. Wenn man nichts zu sagen hat, lässt man es halt. Wenn man viel zu sagen hat, macht man halt 5 Singles hintereinander. Ist auch okay. Ne? So, also so, das, ne? Und all diese Freiheit bietet einem das Format. Aber jetzt zum Beispiel bei Deutsch im Umfeld, ich habe jetzt richtig Promo gemacht. Ich habe dich kontaktiert. Ich habe noch 6 andere Leute kontaktiert. Ja, das werde ich nie wieder tun. Das war mir voll zu anstrengend. Ne, wir mussten ja dann auch 20 Mal hin und her, nicht wegen euch, aber so hin und her schreiben. Und man ist dann sofort wieder in so einem komischen Scheiß-Ding, von früher auch kennen. Label, Manager, where's my fucking manager? Soll doch diese schmutzige Arbeit, soll doch bitte jemand für mich tun. Und eigentlich ist es also auch wirklich, ne, also es ist schön hier zu sein, aber das hätten wir auch so hingekriegt, ja, und man weißt du, man kriegt dann so Feedback von Holger Lukas. Ja, die Deutsch-Single ist doch etwas oberflächlich. So, und du denkst einfach nur so, oh Mann, ja, und, weißt du, so, das schreibt dir dann halt irgendwer, also nicht mal Holger Lukas selbst, sondern so, du denkst einfach nur so, ah ja. Ich weiß nicht, ich glaube, die Deutschen sind auf jeden Fall weniger oberflächlich als Radio 1. Ne, also, ne, und es ist einfach, und plötzlich ist man halt wieder in so einer komischen Mühle drin. Aber ist es das Ergebnis nicht wert, dass man ein bisschen auf Resonanz stößt, über die eigene Nische hinaus? Wir haben ja gar keine Nische. Für uns gibt es ja nicht mal eine Nische. Naja, wenn man die 8mm-Bar mal als Mikrokosmos betrachtet, in der so gewisse Genres halt stattfinden und der sich eine gewisse Szene versammelt, die 8mm-Bar. Aber da spielen ja eher so Psychedelic-Bands und so. Wir sind ja eigentlich... Ja, genau. Aber eigentlich ist... Ja, und deutschsprachig schon mal auch ganz selten. Ne, das ist ja eher so international. Die Kumpels aus New York sind da und machen eine Session. So ist es ja eher eigentlich, also was toll ist, dass es den Laden gibt und so weiter. Aber klar, über die Nische raus, keine Ahnung, da im, also wir jetzt im SO 36, da waren echt viele Leute und vor allem waren da echt viele Leute auch wegen uns. Das war toll, aber ich glaube schon eher, dass das einfach entweder das passiert oder nicht. So, ich möchte mich nicht darauf verlassen müssen. Oder jetzt denken, jetzt, ab jetzt gibt es nur noch so SO36-Shows mit 600 Leuten, die Arme in die Hände reißen. Das wage ich zu bezweifeln. So, ne? Einfach, das war einfach ein schöner Abend. Und als solchen, oder jetzt den Abend in Wien, den wir hatten zusammen auf diesem Wutkongress von Fritz Ostermeier, wo Oswald Wiener gelesen hat auch und so. Und das, sowas ist ein Heiligtum. Da werde ich in 10 Jahren noch dran denken. Ne, so einfach in so ganz andere Welten. Also es geht eher darum, in andere Welten zu tauchen. Oder jetzt haben wir in Leipzig im Schauspielhaus gespielt. Das war auch total interessant. Also es geht eher darum, interessante Dinge zu tun. Wir versuchen, weg aus Deutschland zu kommen, zum Beispiel. Einfach, weil wir gemerkt haben, dass so... jetzt gerade im SO 36, da waren halt auch ganz viele Amerikaner, Franzosen, bla bla bla, und die kommen alle und sagen, why aren't you guys famous everywhere? Nein, also für die ist es so, this is what we want to have from Berlin. Ne, und das ist irgendwie schön. Kommen wir mal zum Stück Kein Mensch. Das ist auf eine Art eine Abrechnung mit der Marktwirtschaft, mit der Musikindustrie und sondern Werbeagentur. Also das war Helen wollte sich einen Job suchen und ist eben auf diese Bewerbungsausschreibung gestoßen bei so einer Agentur. Und sie hat mir das halt so vorgelesen
Und ich habe so gedacht, das kann nicht sein, dass da wirklich steht, weil es sind ausschließlich Worthülsen. Es ist total leer und total überfordernd. Und es war für eine Juniorstelle. Und wenn man weiß, was ein Junior-Marketeer bei einer Werbeagentur macht, das ist knapp über Kopieren und Kaffee kochen und so, knapp drüber. So, ne? Und die Anforderungen waren immens und sinnlos. Und das dann, und dann haben wir uns das einfach genommen und gesagt, okay, und einfach ein Refrain, so ist kein Mensch, this is it. War übrigens also unglaublich schwierig, weil der Text so schwachsinnig ist. Der ist einfach nur schwachsinnig. Und das dann, wenn man so Schwachsinn singen muss, das ist fast unmöglich, das auswendig zu lernen. Einfach weil das ist wie Dada. Ne? Also so, wo du nur, also das, du kommst einfach nicht. Ja, du findest gar nicht die Worte, die zueinander passen, weil die gar nicht, weil sich der ganze Geist dagegen sträubt, das auszusprechen überhaupt. Also das war insofern total spannend. Nun hast du ja sehr, naja, krasse Erfahrungen mit der Marktwirtschaft gemacht, mit deinem Label. Mittlerweile hast du deinen Konsum so heruntergefahren, dass du von 700 Euro rund im Monat lebst. Welche Schlüsse ziehst du aus beiden Erfahrungen? Macht es frei oder ist es eher hinderlich? Ach, ich finde so, Armut ist jetzt erstmal nichts, was erstrebenswert ist oder so. Aber es ist schon, also es ist schon wahr. Aber ich bin auch schon sehr abhängig von Helen. Also jetzt nicht finanziell, sondern eher so im Umgang. Nee, so gar nicht, sondern eher so, ich weiß, ja, also eher so im Umgang mit so Konten oder whatever. Es ist auf jeden Fall, also, ne, also sie muss mir ein Zugticket buchen. Das kann ich nicht selber tun. Einfach, weil es nicht geht, egal. Das ist eine lange Geschichte, aber es ist so. Und das ist so ein bisschen. Das ist anstrengend und ist auch immer ein Diskussionspunkt, einfach weil ich überhaupt nicht erwachsen bin. Ich erfülle nichts, was ein 49-Jähriger, also ich stehe halt gar nicht im Leben. Also das ist unangenehm, aber gleichzeitig jetzt Dinge zu besitzen hat mich aber. Also ganz kurz hatte ich mal eine Phase, wo mich das interessiert hat. 280er SLC. Ja. Amerikanische Version. Das war echt schön. 22 Liter. Einmal um den Block fahren und wieder tanken. Schön. Nee, das war schön. Also kurz, es gibt schon, ich habe schon Ästhetik, finde ich interessant. Aber jetzt so Geld oder so. Besitz als solchen finde ich wirklich total langweilig. So, ich empfinde sowas wie Einkaufen, also jetzt so Klamotten oder so, ausschließlich anstrengend. Also ich gehe, gerade weil wir jetzt für das Videodreh waren wir einkaufen, habe ich gesagt, ich würde lieber einen Tag unter Tage gehen und Kohle brechen, als jetzt Klamotten einzukaufen. Finde ich wirklich furchtbar. Weil mir kommt es total krank vor. Wie schön ist es halt, wenn man die Option hat, sich das auszusuchen, so zu leben, wenn du halt gezwungenermaßen irgendwie immer am Existenzminimum herumdümpeln musst, dann ist das einfach nur richtig anstrengend. So. Ist es bei euch so? Bei mir, ja. Also es gibt immer mal gute Zeiten und schlechte Zeiten, finanziell betrachtet. Also ich könnte nicht so sein und leben wie Patrick, weil da wäre ich mir einfach viel zu ängstlich, ehrlich gesagt. Also mir ist so Sicherheit in dem Zusammenhang schon wichtig. Also und Unabhängigkeit. Also weil ich finde das gegenüber meinen Eltern sonst auch irgendwie schwierig. Weil dann müsste ich die ganze Zeit irgendwie nach Geld, musste ich auch schon Geld, also kriege ich dann, muss ich gar nicht so flehen oder so, aber mir ist total unangenehm und es will ich nicht, weil die auch nicht mega reich sind und das, weiß ich nicht, bin alt genug, dass ich das in den Griff kriegen kann.
Patrick, du hast mal gesagt, wir wissen zu jedem Moment, dass Gewalt wie auch die Rolling Stones oder Steve Jobs oder Donald Trump absolut bedeutungslos sind. Meine nächste Frage kommt etwas närrisch daher. Ich meine sie aber durchaus ernst. Wofür macht ihr es dann? Das ist eine schöne Frage, auf die es eine ganz einfache Antwort gibt. Es gibt nichts Besseres zu tun. Also man muss jetzt aus meiner Perspektive, meine Zeit vor Gewalt, ich habe ja sehr lange keine Musik gemacht und mir ging es vorher nicht sehr gut. Ich sage dazu immer, es waren in Wirklichkeit nur 2 Jahre, aber ich sage dazu, damit es besser klingt, sage ich immer, ich habe 5 Jahre lang die Decke angestarrt. Und das war auch im Prinzip so, also ich war 5 Jahre lang einfach im Bett gelegen, habe die Decke angestarrt. Das war eine furchtbare Zeit, irgendwie auch ganz schön. Also auch da merkt man, dass so ein Geist schon auch eine Menge leisten kann. Ne? Also so die Zeit verging eigentlich relativ schnell. Zack, waren 5 Jahre weg. Ist auch ein bisschen, ja. Und dann habe ich irgendwie ja Jari, von, der uns produziert, der früher bei Naval und jetzt bei Mr. Ray spielt und schon 2 Singles mit uns gemacht hat, der hat dazu nur gesagt, ey, Patrick, es ist total leicht. Ja, also, ich hatte 8 Jahre lang eine Band, mir ging es mal gut, mir ging es mal schlecht. Dann hatte ich 1,5 Jahre keine Band, da hatte ich eine Depression, jetzt habe ich wieder eine Band, da geht es mir mal gut und mal schlecht. Und so ist es auch bei mir. Also das levelt ein, man kann sich da reingeben, man kommuniziert. Wo kommuniziert man? Ich wenig. Also kommunizieren heißt im Sinne von, man wird gesehen, man sieht den anderen, man fühlt sich, man spricht darüber, es gibt was zu verhandeln. Was gibt es Besseres zu tun? Ich weiß, wüsste wirklich nichts. Wie haltet ihr es damit? Was jetzt nochmal? Wofür tut ihr das alles? Ich weiß nicht, also bei mir hat es sich jetzt einfach so ergeben. Aber es muss ja einen Grund haben, warum du deinem Leben quasi der Musik widmest. Also das tue ich ja nicht. Nee. Wie ist es bei dir? Also hat ja Patrick eigentlich vorher schon erzählt, wie viel Zeit wir da rein investieren. Also es ist auf jeden Fall bis jetzt so, dass man auch noch andere Sachen tun kann oder beziehungsweise auch machen muss. Ich meine, die Zeit, wo ich wirklich mich der Musik extrem und intensiv gewidmet habe, das war vor 10 Jahren bis Ende 20 vielleicht. Das sind es doch schon fast 7 Jahre her. Und ich glaube, dann hatte ich auch erstmal keinen Bock mehr auf Musik. Und eigentlich dachte ich, okay, das hat sich jetzt irgendwie auch erledigt. Es ist halt interessant, dass ich das dann doch, oder eigentlich auch schön, dass man das dann jetzt selbst nochmal macht. So, aber ja. Ich muss auch sagen, dass wir alle noch ganz andere Leben haben. So, dass wir auch, also we're not living the dream. So, oh, irgendwann von Musik leben können oder so. Ne, das ist jetzt überhaupt nicht ein Ziel der ganzen Angelegenheit, das, ne, sondern wir machen das eben aus dem Grund. Und jetzt kommen, jetzt die letzte Tour war zum ersten Mal so, dass man gesagt hat, oh, jetzt waren echt überall echt viele Leute. So, auch montagabends waren viele Leute da. So, ups, die stehen da am Bühnenrand, Montagabend in Bamberg und dienstags in Wiesbaden und alles. Da ist immer so, das sind immer Leute. So, aber das empfinden wir eher als überraschend, weil wir auch gar keine Struktur haben oder so, die dafür arbeitet oder dafür sorgt. Sondern da gibt es meistens einen Fan in irgendeiner Stadt, der sagt, ich mache ein Konzert. So, wir haben auch, ne? Und das ist so der, also da, und ansonsten haben wir ganz andere Leben. Ne? Und das ist auch angenehm. Also ich finde es auch total wichtig, um was schreiben zu können, um einen Text schreiben zu können, dass man andere Leben hat. Ne? Also kurz, wenn Helen sich nicht einen Job suchen hätte müssen, ja,
dann wird es keinen Menschen nicht geben. Ganz einfach. Man kann das nicht abstrakt sagen. Man muss es ja fühlen. Wenn du es liest, muss es dich verletzen. Und nur dann kannst du einen Text rausmachen. Wenn du einfach so, man geht ja nicht los. Ich gucke jetzt mal Stellenausschreibungen und guck mal, was da so los ist. Und dann mache ich da einen Text raus. Das ist doch Quatsch. Also so arbeitet man ja nicht. Ne? Sondern das muss ja durch einen durch, bevor man es verwenden darf. Insofern ist, glaube ich, wichtig, dass man so ein eigenes, ein anderes Leben hat, sich mit anderen Themen beschäftigt. Sonst, also wie so oft bei vielen, jetzt gerade auch zeichnerischen Künstlern, ist es so, das dreht sich alles so komisch um sich selbst, referenziell um sich selbst. Und was ist es, wie ist mein Künstlerleben? Dein Künstlerleben ist total egal. Also wirklich, es ist einfach total langweilig. An dem Künstlerleben ist nichts interessant. Ne, es ist wirklich so. Ich habe mal letztens im Radio irgendwas gehört, da wurde irgendwie so ein neues Album angekündigt von XY. Und es ist ein Album, und in dem ganzen Album geht es darum, wie es diesem Typen, wie es ist, auf Tour zu sein. Das ist ja total langweilig. Ich denke mir so, hä? Und das ist jetzt ein Album, so. Ja. Genau. Es ist natürlich viel spannender, was so jemand denkt, der in so einer Backfabrik steht und sein 12.000. Brot gemacht hat und was es für den bedeutet. Das ist der denkt auf jeden Fall spannendere Dinge als irgendein Künstler, der darüber redet, dass es echt schwierig ist, vor diesem leeren Blatt Papier zu sitzen. So what? Get a life. Ne? Wir waren vorhin schon mal beim Kampflied Deutsch. Da werdet ihr zum ersten Mal eigentlich in eurer Karriere zum ersten Mal so richtig konkret politisch. Und ihr geht auch gleich in die Vollen. Auf Facebook hast du, glaube ich, kommentiert, keine Frage, der Mensch als solcher ist niedrig, aber die deutsche Seele ist bei weitem die verkommenste. Machtbesessen, karriereorientiert, obrigkeitsgläubig, doppelmoralisch, ängstlich, eindimensional und nicht zuletzt kriegerisch. Warum war es gerade jetzt Zeit für eine solch extreme Positionierung? Oh, das Thema beschäftigt mich schon ganz, ganz lang. Und also wirklich schon ganz lang. Und Helen war sehr dagegen, irgendwie in irgendeiner Form politisch zu werden. Vielleicht kannst du was dazu sagen, warum? Also ich finde es generell immer schwierig, so politisch zu sein, weil ich habe irgendwie keine Lust, in irgendeine Schiene geschoben zu werden. Also ich glaube, das ist relativ klar, wo wir uns eher positioniert fühlen. Und da kann man sich wahrscheinlich vorstellen, so. Da muss man jetzt nicht noch mehr drauf, also keine Ahnung. Ich kann es irgendwie gar nicht sagen, was mich daran so stört. Wahrscheinlich wirklich so, ja, weiß ich auch nicht. Ich wollte mit der Musik eigentlich nie wirklich politisch sein, obwohl es eigentlich letztendlich dann doch eine ganz gute Form ist, irgendwie was, naja, so zu tun, als würde man irgendwas bewegen zumindest. Also wir finden zum Beispiel auch diesen klassischen Antifa mit Kapuzenpulli und der dann auf der Demo gegen rechts, die natürlich wichtig ist, ne, das will ich gar nicht bestreiten, ja, aber der dann halt da steht und dann ist so eine Hunderterschaft Bullen dazwischen und dann, also da geht es immer nicht um die eigentlichen Sachen. Ich finde die eigentlichen Sachen, wir sind nicht fein, wir wollen auch nicht in Chemnitz auf dem, ne, wir wollen da nicht spielen, wir sind nicht feine Sahne Fischfilet, wir wollen wirklich damit nichts zu tun haben. Leute, die Schlagermusik machen und sich dann hinstellen, ja, ich finde ja, das ist schon reaktionär. Ich weiß, dass der Begriff umstritten ist, aber die Musik ist schon reaktionär. Ja? Also du kannst nicht so Musik machen und dann irgendwie denken, aber ich bin dagegen. Ich finde es wirklich wichtig, wenn man sich mit sowas beschäftigt, sich selbst mal anzugucken. Sich selbst einfach. Also, und das war jetzt wirklich das Interessante an diesem Deutsch-Video, das du leider noch nicht sehen konntest, weil erst heute Abend Premiere ist und die bis heute Morgen um 7 geschnitten haben. Und das Interessante daran war, wir haben die Leute, es haben 10 Leute mitgemacht, haben denen gesagt, ja, so und so stellen wir uns euch vor.
Und jetzt füllt mal die Rolle selbst. Schreibt euch selbst die Szenen, was ihr machen wollt und schickt uns die zurück. Und es geht im Prinzip darum, alles diese Begriffe, die jetzt hier gefallen sind, darzustellen. Und die müssen was mit euch zu tun haben. Und wir haben das Video gedreht und es war ein Massaker, sondergleichen. Und danach haben alle gemeint, ups, jetzt habe ich doch ein bisschen Angst, weil der, und mir geht es auch so, weil der mal da war, den hat man unterdrückt, aber der war da. Der war da, hat all diese Niedrigkeit. Die Leute sind durchgedreht. Also jetzt nicht so ein bisschen und nicht so showing off, sondern so, das war komplett out of control. Und das finde ich spannend. Also wenn ich dann, ich hole jetzt sehr weit aus, wenn ich dann singe, du lässt sie absaufen, das ist ja auch die Art, wie ich singe, du Sau. Ja, dann weiß ich einfach, natürlich verurteile ich das zutiefst, das ist total klar, mein Verstand sagt mir, das ist ein absolute No-Go. Aber tief, ganz tief drin, denke ich irgendwie, ja. Ich sag's gar nicht. Also das kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Ne? Und darum geht's eigentlich, das Unsagbare da reinzubringen. Das Unsagbare. Und der Johannes, der das Video gedreht hat, der hat mir dann gestern so, als er das Material gesichtet hat, hat er gemeint, Patrick, ich weiß nicht, ob es schon überhaupt schon mal so eine Darstellung von einem hässlichen Deutschen gab, wie von dir. Und ich habe extra, also ne, ich habe mir auch extra die Haare geschnitten dafür, damit es ordentlich reinbrezelt. Und dann habe ich gemeint, ja, ich wollte so ein bisschen höckemäßig daherkommen, ja, aber es ist viel schlimmer geworden. Es ist wirklich schlimmer geworden. Und das ist interessant. Das ist interessant, dass man, und da ist man. Das sind wir. Wir haben keine, wohnt bei dir ein Flüchtling? Bei mir wohnt keiner. Bei einem Freund von mir, der hat zwei aufgenommen, hat eine Patenschaft für die gemacht, habe ich nicht gemacht. Als die kamen, haben wir ihnen unseren Schrott gegeben, den wir nicht mehr brauchten. Ja, waren froh, dass sie irgendwo eingesperrt waren, irgendwo in irgendeinem Ghetto. Ja, bisschen Integration, ja okay, aber mein Kind gebe ich nicht auf die Schule mit 99% Ausländeranteil. Ja, also all das passiert. Und all das war schon vor Jahren die Vorstufe zu dem, was jetzt läuft. Und es hat nur was mit uns zu tun. Teil doch deinen ganzen Shit. Das ist genau wie Louis C.K. sagt. Naja, jedes Mal, wenn ich mir meinen Lexus kaufe für $79.000, töte ich in Afrika 100 Leute. Ich töte die. Ich könnte mich genauso gut entscheiden, hey, jedes Jahr 79.000, ich kaufe mir ein Auto für $20.000, ja, einen Gebrauchtwagen, whatever, und gebe $50.000 dahin. Das wäre für mich gar kein Unterschied und rette 100 Leben. I'm not doing it. Und so ist es. Und das, ne, und das ist, ne, und das muss man verhandeln. Also wenn wir irgendwie über Veränderung sprechen, reicht es nicht, mich in Chemnitz hinzustellen und sagen, ich bin Antifa. Es reicht nicht. Way not. Und deswegen Deutsch. Ja. Also ich finde ja auch solche Lieder wie Kein Mensch zum Beispiel, finde ich ja schon auch politisch. Also es ist halt gesellschaftspolitisch. Also ich finde, man kann, also ich meine, wenn du sagst, du willst nicht politisch sein, irgendwie vielleicht nicht explizit, nur weil da jetzt keine politische Parole drin ist in dem Lied, ist das schon sehr politisch und auch einfach die Art und Weise und die Form, wie die Band ist, ist ja an sich auch schon politisch, eben dass wir, also wir sind keine gecastete Frauenband, aber dass wir als Frauen so auf einer Bühne stehen und so eine Musik machen, das ist auch ein politischer Akt zum Beispiel. Also was ich meinte, nicht politisch sein, das war es, vielleicht kam es halt falsch rüber. Also ich bin ein sehr politischer Mensch, definitiv. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das so den Leuten präsentieren
muss, dass es total deutlich ist. Also ich finde, die Leute können das selbst interpretieren. Das ist mir generell in der Kunst eigentlich sehr wichtig, finde ich. Und es ist halt genauso wie mit Deutsch. Also ich finde, klar, also wir können eigentlich nur über Deutsch singen, weil wir das eben auch sind. Aber letztendlich lässt sich das ja auf die komplette westliche Welt übertragen. Das ist es ja im Prinzip. Schwierig, jetzt das Thema zu wechseln. Ich versuch's mal. Ich zitiere dich nochmal. Ich habe noch nie eine Wohnung so eingerichtet, wie es mir gefällt. Fällt mir immer noch schwer, weil mir nicht klar ist, wer ich bin. Wenn du nun auf deine aktuelle Lebenssituation... Wenn du nun auf deine aktuelle Lebenssituation und vielleicht auch auf die Formation Gewalt blickst, hat sich das geändert? Oh, ich muss wirklich sagen, dass Gewalt ist wirklich der totale Glücklichmacher für mich. Also das hat man ja selten, also jetzt auch hier zu sitzen mit euch beiden, das so zu machen, das ist ein, also das macht mich wirklich, also da würde ich sagen, ui, das ist eine schön eingerichtete Wohnung. Das ist eine Basis, aus der man ganz viel machen kann. So, also wirklich ganz, das kann sich überall hinwehen, da würde ich, ne, da fühle ich mich wirklich, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Und die Wohnung habe ich, kann ich, das Wohnzimmer ist ein, haben wir ein bisschen zusammen eingerichtet, aber sonst bin ich da nicht. Meine Sachen sind alle im Keller und ich bin da seit 5 Jahren Gast. Seit 3 oder 4 oder so. Aber ich bin auch gern Gast. Also so, ich finde es auch irgendwie ganz gut. Ich hatte noch nie dieses, also da ich aus dem Elternhaus komme, wo man nicht zu Hause ist, also kenne ich diesen Begriff gar nicht so. Also ich habe mich zum Beispiel immer im Österreich-Urlaub bei meinen anderen Verwandten mehr zu Hause gefühlt als zu Hause. Insofern war das schon immer so bei mir, da ich nicht so dachte, ah, my home is my castle. Dieses Gefühl hatte ich nie. Ich zitiere mal aus einem Porträt aus dem Tagesspiegel. Da ist zu lesen, zu laut haben ihn schon immer viele gefunden. Die, die ihm nicht trauten und sich genervt abwandten von der Wagner-Action und dem Wagner-Wahnsinn. Hast du damit immer noch zu kämpfen? Bei Gewalt nicht. Komischerweise. Sondern auch, ich glaube, dass auch Leute jetzt von außen so sagen, ui, jetzt stimmt das so. Jetzt hat das sowas, ne, jetzt, also irgendjemand hat es gesagt, ah, jetzt bist du wirklich du. Vorher war das immer so, ich wollte wer sein und wollte aggressiv sein, so, und jetzt ist es wirklich aggressiv. Jetzt ist es wirklich, wenn es laut ist, laut, und wenn es leise ist, leise. Also einfach, weil, also meine Kunst war schon immer zerbrechlich, aber ich habe da immer so irgendwas drüber gestülpt, weil ich mich irgendwo hingewähnt habe oder so, was mir im Nachhinein total absurd vorkommt. So, weil eigentlich war das schon immer da, aber ich bin da nicht so rangekommen selber. Erst im Alter ist mir das vergönnt. Ich habe manchmal das Gefühl bei dir, dass so eine gewisse Überinszenierung auch so eine Flucht von einem Mittelmaß ist, von einer Langeweile des Lebens. Habe ich mit meiner Vermutung recht? Eindeutig, ja, genau. Genau. Nee, aber das sagt es auch schon. This is it. Ja. Ist es für euch manchmal schwer, damit klarzukommen? Also ich finde es jetzt derweil noch okay. Bin ja jetzt noch nicht so lange dabei. Aber also ich habe schon Lust, in Zukunft auch mich ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Habe ich Lust drauf, ja. Schauen wir mal. Ja, also mich kann das schon manchmal sehr nerven, bin ich ganz ehrlich so. Aber ja, schauen wir mal. Ich finde es gut, wenn Jasmin sich da ein bisschen nach vorne drängt. Ja. Eine ganz allgemeine Frage zum Schluss und ich freue mich auf die Antwort wie ein kleiner Schuljunge. Wie bewertet ihr die deutschsprachige Musiklandschaft? Es gibt natürlich total tolle Sachen. Ja, also Dagobert zum Beispiel hören wir hoch und runter. Reißt mir das Herz auf. Und als du uns da zusammen, und wir sind halt so
Fans so von ihm. Und dann hast du uns ja zusammengebracht quasi mit dem Gusto-Abend, wo wir alle gespielt haben. Und das war wirklich eine der schönsten Begegnungen mit einem Musiker, die ich jemals hatte. Weil ich bin irgendwie so hin und bin so Fanboy-mäßig da so hin und wollte ihm so die Hand reichen und sagen, hey, wir sind auch da. Und er sieht mich so und nimmt mich einfach so in den Arm und wir umarmen uns halt so eine Minute. Also wirklich auch so lang so. So. Und, ne, und sowas, und wenn sowas Kunst kann, ne, also einfach so, wow, das verbindet sich, das ist toll. Das ist eins der Geschenke von Gewalt, dass einem das jetzt immer öfter widerfährt. Also das das Dagobert finden wir ganz, ganz toll. Und dann, deutschsprachig, dann natürlich Friends of Gas, mit denen wir viel unterwegs waren, die jetzt auch wieder dieses unglaubliche 20-Minuten-Video gemacht haben. Das finde ich schon auch sehr, sehr stark. Die, ja, mit so Deutsch-Hip-Hop hab ich wenig Berührungspunkte, außer über meinen Sohn, der das natürlich irgendwie ganz, ganz, ja, also nur natürlich, also so 17-Jährige, die hören nur Hip-Hop. Da gibt es auch andere Musik, so, ah, doch, gibt noch Techno oder so, ne, aber sonst so, also für den gibt es so Rockmusik, also er kommt zu unseren Konzerten und findet das so ein geiles Spektakel und gute Texte und so, aber sonst, glaube ich, kann er nichts damit anfangen. Nee, also es ist eigentlich so, kapriziert sich, und dann gibt es natürlich noch Bands, mit denen man in einem Atemzug genannt wird, wie jetzt so die Nerven oder Drangsal oder Tokotronik, und ich finde, mit denen ist alles in Ordnung. So, aber das ist jetzt, aber da geht mir jetzt nicht so das Herz auf oder so. Ich finde da bestimmte Aspekte immer interessant und andere ärgerlich. Aber so, das berührt mich einfach nicht so. Das guckt man dann eher so, ah, was machen die eigentlich? Während jetzt Friends of Gas und vor allem Dagobert, da merke ich so richtig, ui, das macht was mit mir. Das verändert die Art, wie ich Dinge sehe. Wie ist es bei euch? Entschuldigung, oh. Wir sind größtmögliche Bilderbuchfans. So, und zwar auch letzte Platte, vorletzte Platte, dritte, also auch immer im Bandbus hoch und runter. Auch wenn ich finde, dass er ein bisschen an Schärfe verloren hat, aber das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, diese Schärfe von Maschinen und so aufrechtzuerhalten. Das ist einfach schwierig, ne, weil es einfach Musikgeschichte ist. Aber wir finden auch toll, wie die das machen. Also ich glaube, die machen das ziemlich ähnlich wie wir. Wirklich, also ich glaube, denen ist alles relativ Wurst. Und sehr angenehm, sehr, sehr, sehr gute Leute. Also deutsche Musikszene kenne ich mich nicht aus. Also ich bin halt in Wien und, keine Ahnung, Wiener Bands. Schwierig. Also gibt es so ein paar, die ich ganz gut finde. Zum Beispiel die Dives, das ist eine super Band. Aber ich beschäftige mich auch nicht so sehr damit irgendwie. Ich bin eher so in dieser Szene, eher so auf aktivistischer Ebene. Gibt es so ein paar Leute, die sind super und wir machen super Sachen. Zum Beispiel das Girls Rock Camp ist so ein Herzensprojekt, wo ich mit dabei bin. Also ich bin eher so nicht so auf dem musikalischen Aspekt unterwegs, eher aktivistisch. Auch gut. Patrick hat ja eigentlich gerade schon fast die ganze Zeit in Wir-Form gesprochen. Also ich kann mich da schon auf jeden Fall auch anschließen. Also ich finde schon die Sachen, die aus Österreich kommen, ein bisschen interessanter als aus Deutschland, ehrlich gesagt. Ich habe da irgendwie so das Gefühl, da bewegt sich mehr. Und da kam jetzt auch relativ viel raus. Ja, finde ich irgendwie für mich persönlich spannender. Ob es jetzt Voodoo Jungs ist oder ja, Bilderbuch. Also Bilderbuch verfolge ich jetzt auch echt schon, also nicht von Anfang an, aber schon seit Plansch. Und finde ich gut. Ja.
dann bedanke ich mich vielmals bei Gewalt und wünsche unseren Zuschauern eine gute Nacht.